Es war einmal ein Müller, der war arm, aber er hatte eine schöne Tochter. Nun traf es sich, dass er mit dem König zu sprechen kam und zu ihm sagte: »Ich habe eine Tochter, die kann Stroh zu Gold spinnen.« Dem König, der das Gold lieb hatte, gefiel die Kunst gar wohl, und er befahl, die Müllerstochter sollte alsbald vor ihn gebracht werden. Dann führte er sie in eine Kammer, die ganz voll Stroh war, gab ihr Rat und Haspel und sprach: »Wenn du diese Nacht durch bis morgen früh dieses Stroh nicht zu Gold versponnen hast, so musst du sterben.« Darauf ward die Kammer verschlossen, und sie blieb allein darin. Da saß nun die arme Müllerstochter und wusste um ihr Leben keinen Rat, denn sie verstand gar nichts davon, wie das Stroh zu Gold zu spinnen war, und ihre Angst ward immer größer, dass sie endlich anfing zu weinen. Da ging auf einmal die Türe auf und trat ein kleines Männchen herein und sprach: »Guten Abend, Jungfer Müllerin, warum weinet ihr so sehr?« »Ach«, antwortete das Mädchen, »ich soll Stroh zu Gold spinnen und verstehe das nicht.« Sprach das Männchen: »Was gibst du mir, wenn ich's dir spinne?« »Mein Halsband«, sagte das Mädchen. Das Männchen nahm das Halsband, setzte sich vor das Rädchen und schnurr, 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 dreimal gezogen war die Spule voll. Dann steckte es eine andere auf und schnurr, 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 dreimal gezogen war auch die zweite voll. Und so ging's fort bis zum Morgen, da war alles Stroh versponnen und alle Spulen waren voll Gold. Als der König kam und nachsah, da erstaunte er und freute sich, aber sein Herz wurde noch begieriger und er ließ die Müllerstochter in eine andere Kammer voll Stroh bringen, die noch viel größer war, und befahl ihr, das auch in einer Nacht zu spinnen, wenn ihr das Leben lieb sei. Das Mädchen wusste sich nicht zu helfen und weinte. Da ging abermals die Türe auf und das kleine Männchen kam und sprach: »Was gibst du mir, wenn ich dir das Stroh zu Gold spinne?« »Meinen Ring von dem Finger«, antwortete das Mädchen. Das Männchen nahm den Ring und fing wieder an zu schnurren mit dem Rade und hatte bis zum Morgen alles Stroh zu glänzendem Gold gesponnen. Der König freute sich über die Maßen bei dem Anblick, war aber noch immer nicht des Goldes satt, sondern ließ die Müllerstochter in eine noch größere Kammer voll Stroh bringen und sprach: »Die musst du noch in dieser Nacht verspinnen. Wenn dir das gelingt, sollst du meine Gemahlin werden.« »Denn«, dachte er, »eine reichere Frau kannst du auf der Welt nicht haben.« Als das Mädchen allein war, zum dritten Mal kam das Männlein wieder und sprach: »Was gibst du mir, wenn ich dir noch dieses Mal das Stroh spinne?« »Ich habe nichts mehr, das ich dir geben könnte«, antwortete das Mädchen. So versprich mir, wenn du Königin wirst, dein erstes Kind«, sagte das Männchen. »Wer weiß, wie das noch geht«, dachte die Müllerstochter und wusste sich auch in der Not nicht anders zu helfen und versprach dem Männchen, was es verlangte. Dafür spann das Männchen noch einmal das Stroh zu Gold. Und als am Morgen der König kam und alles fand, wie er gewünscht hatte, so hielt er Hochzeit mit ihr, und die schöne Müllerstochter ward eine Königin. Über ein Jahr brachte sie ein schönes Kind zur Welt und dachte gar nicht mehr an das Männchen. Da trat es in ihre Kammer und sprach: »Nun gib mir, was du versprochen hast!« Die Königin erschrak und bot dem Männchen alle Reichtümer des Königreichs, wenn es ihr das Kind lassen wolle, aber das Männchen sprach: »Nein, etwas Lebendes ist mir lieber als alle Schätze der Welt.« Da fing die Königin an zu jammern und zu weinen, dass das Männchen Mitleiden mit ihr hatte, und sprach: »Drei Tage will ich dir Zeit lassen. Wenn du bis dahin meinen Namen weißt, so sollst du dein Kind behalten.« Nun dachte die Königin die ganze Nacht über an alle Namen, die sie jemals gehört hatte, und schickte einen Boten übers Land, der sollte sich erkundigen, weit und breit nach neuen Namen. Als am anderen Tag das Männchen kam, fing sie an mit »Kaspar, Melchior, Balzer« und sagte alle Namen, die sie wusste, nach der Reihe her. Aber bei jedem sprach das Männlein: »So heiß ich nicht.« Den zweiten Tag ließ sie herumfragen bei allen Leuten und sagte dem Männlein die ungewöhnlichsten und seltsamsten vor: »Rippenbiest, Hammelswade, Schnürbein.« Aber es blieb dabei: »So heiß ich nicht.« Den dritten Tag kam der Bote wieder zurück und erzählte:
Neue Namen habe ich keinen einzigen finden können, aber wie ich an einem hohen Burg um die Waldeck kam, wo Fuchs und Has sich gute Nacht sagen, da sah ich ein kleines Haus, und vor dem Haus, da brannte ein Feuer, und um das Feuer sprang ein gar zu lächerliches Männchen, hüpfte auf einem Bein und schrie, heute back ich, morgen brau ich, übermorgen hol der Königin ihr Kind. Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass sie Rumpelstilzchen heiß. Da war die Königin ganz froh, und dass sie den Namen wusste, und als bald hernach das Männlein kam und sprach, nun, Frau Königin, wie heiße ich? Fragte sie erst, heißt du Kunz? Nein. Heißest du Heinz? Nein. Heißest du etwa Rumpelstilzchen? Das hat dir der Teufel gesagt, das hat dir der Teufel gesagt, schrie das Männlein und stieß mit dem rechten Fuß vor Zorn so tief in die Erde, dass es bis an den Leib hineinfuhr. Dann packte es in seiner Wut den linken Fuß mit beiden Händen und riss sich selbst mitten in zwei. Das war Rumpelstilzchen von Jakob und Wilhelm Grimm.